Es ist mitten drin, in der Zentralschweiz. Und doch gehört es zu den verlassensten und geheimnisvollsten Orten in unserer Region. Das ist Sanziloch im Napf. Und es wäre einfach zum Glauben, wie man sagt, in dem gottverlassenen Tabu gäbe es mehr Geister als Menschen. Doch an Pfingsten hat es Besuch gegeben für diese dunklen Gestalten. Nur eine Handvoll, im wahrsten Sinn vom Wort Unentwegte, sind abgestiegen und der Sache sprichwörtlich auf den Grund gegangen. Zugegeben, eine riskante Sache so abseits von Strassen und Wegen. Organisiert hat das Treffen im Enziloch den Franz Vogel, den Enzilochvogel. Kommt mit, wir gehen schauen. Zuerst ist es noch schön und gefällig. Was wird? Eine alte Geschichte, ein neuer Schreck. Verzähl, was hast du entdeckt? Dann wird es gefährlich und gefällig. Mein Geist hat es Nirvana gesehen. Wer jetzt nicht aufpasst und statt geht, geht tief. Nicht immer ist es einfach, den Weg so und mit der Natur zu finden. Dazu braucht es die nötige Rück- und Vorsicht. Der Weg zum Ziel klar vor Augen. Manchmal auch voller Hindernisse. Genauso, wie es im Leben oft so geht. Keine Spur von Aufgeben. Das ist das Enziloch, Loch, Loch, Loch. Eine weite neue Welt, im Tal vom Enziwald, mystische Natur. Nach rund einer Stunde über Stock und Stein hat man es geschafft und ist fast zunderst im Enziloch. Der Alpan Uli Birrer, ursprünglich von Lauteren, konnte in diesen Tagen seinen 75. Geburtstag feiern. Er hat sich es nicht lassen, zur glücklichen Ankunft ein Ständchen an die Flut zu schmettern. Und da wartet er auch schon, der Franz Vogel. Er hat zu dem Ort
ganz besondere Beziehung. Ich habe hier 30 Nächte schon übernachtet. Die ersten 10 Jahre. Da spürst du sie. Es kommt darauf an, was du im Kopf hast. Ich würde sagen, manche Einheimische, es gibt auch solche, die sagen, ins Endloch aber geht man nicht. Das ist wie eine Tabuzone. Und ja, man kann sich darüber streiten, oder? Welcher Platz ist jetzt noch wirklich, wo die Tabuzone ist, wo du nicht hingehen darfst. Also, aber die Geschichte, wieso ich dahinter gegangen bin, hat einen anderen Grund gehabt. Das ist so eine Legende über die Geistergeschichte hier. Von diesen Napfgeistern. Es gäbe noch andere auch noch. Von der Jungfrau gäbe es auch noch einen. Aber da kann ich dem Lied innen, kann ich den noch sehen. Aber der Grund, der Hauptgrund, wieso ich dahinter gegangen bin, das war im 99. Da war ich in der Grossstadt London. Und London hat einfach eine riesengroße Menschendichte direkt der U-Bahn. Und das siehst du in der Schweiz immer nie. Und wenn eins extrem ist, dann fährst du plötzlich an, studieren, wo ist das andere extrem? Gibt es eigentlich auch noch irgendwo eine Flecke Erde, die unberührt ist vom Mensch? Kommt mir in der Grossstadt London in Sinn, plötzlich so. Ich gehe bei Menzberg die Bauerngehöfte durch. Alles haben die Bauern durch ihr Land oder Wald bewirtschaftet. Alles gehört irgendjemandem. Und plötzlich macht es Bing, Enzi-Loch. Von dem habe ich nur gehört. Aber ich habe noch nie einen Mensch gehört, der dahinter siehst. Beziehungsweise, es ist gesagt worden, es gibt ja gar keinen Weg dahinter. Es gibt da vorne, eben, die meisten sind dran vorbeigelaufen an dem Enzi-Loch-Häuschen. Es gibt so ein Gehöft, ein kleines Gehöft, das Enzi-Loch heisst. Das ist aber über einen Kilometer weit vorne. Und da sind wir jetzt natürlich aber schon in diesem Loch hinten, wo wirklich kein Weg siehst. Und als mir in London das in Sinn kam, ist, das Enzi-Loch ist für mich gerade klar, ich muss mal dahinter gehen, das geht forschen. Das war aber im Herbst, da ist zuerst der Winter vorbeigegangen und am anderen Frühling, im Frühling 2000, ist noch eine zweite Idee dazugekommen. Dann schon, da war ich 24 Stunden dahinter und dann war die Frage, was passiert mit mir selber? So wie eine Selbsterfahrung, oder? Wenn ich dahinter bin, habe ich das Zelt mitgenommen, Schlafsack und eine Taschenlampe und sonst nichts. Bin ich dahinter gegangen, da bin ich zuerst unten in dem Loch unten und dachte, ja, wo kann ich jetzt hier ein Zelt aufstellen? Das geht ja nicht in dem Bachbett drin. Ich habe rundherum geschaut, hochgeschaut und plötzlich habe ich gesehen, ja, da oben könnte es sein, dass da oben etwas ist. Da bin ich da rauf irgendwie und musste den Dings umlaufen. Und bin ich da auf dem Platz zu gehen, dachte ich, wow, das ist es. Ich habe es gerade geschmerkt, irgendwie. Für mich war es klar. Das ist ein besonderes Plätzchen. Ich hatte es natürlich da noch Grotzli und so kleine Dings, wo jetzt natürlich nichts mehr rum ist. Und dann habe ich da die ersten 3 Jahre, habe ich jährlich immer im Zelt übernachtet. Also die ersten 10 Jahre habe ich überhaupt jedes Jahr immer etwa 3 Mal übernachtet. Ich habe schon 30 Mal übernachtet. Die erste Nacht war die speziellste und die habe ich da in diesem Buch auch entsprechend beschrieben. Und der Titel sagt eigentlich schon alles, was in dem Buch passiert. Enzi-Loch und Weltgedanken. Weil, als ich das erste Mal dahinter war, bei den 24 Stunden, habe ich hier so einen Steinhaufen gebaut. Das ist jetzt nicht mehr so original. Habe ich hier oben einen Steinhaufen gebaut und dann konnte ich dort hinhocken. Ich hatte hier viel Zeit einfach zum Hocken und sein und verweilen. Und wie ich diesen Steinhaufen baue, bin ich eigentlich schon im Steinzeitalter gewesen. Und habe die ganze Menschheitsgeschichte von nachstudieren. Was haben sich eigentlich Menschen alles erschaffen und entwickelt und erfunden? Und das ist durch die Jahre ist das immer weitergegangen. Meine Gedanken. Es ist eigentlich auch die Natur, ist die natürlichste Meditation für uns Menschen. Wenn wir einfach in die Natur raushocken, dann passiert etwas mit uns. Wir müssen nicht mal etwas machen, wir müssen nicht Meditationskurs gemacht haben. Wenn wir einfach in die Natur raushocken, dann passiert etwas mit dir. Das mache ich witzig auch immer, dass plötzlich mehr Leute, wenn du zu fest am Handy bist oder Medien oder weiss auch nicht was und plötzlich oder zu viel arbeitest oder so und plötzlich gehst du einfach wieder in die Natur raus. In welcher Art und Weise auch immer. Die Extreme sind natürlich, du kannst auch in die Wüste gehen, gell? Oder solche Touren machen. Oder was sehr viele Leute natürlich in die Berge auf den Weg gehen. Berge, auch wir, wenn wir gehen wandern, im Napf oben, jetzt hunderte von Leuten, oder? Aber unten, einen, zwei, wenn überhaupt. Der Mensch will eher rauf, geht die Aussicht nehmen, geht den Überblick nehmen. Das ist auch ein schönes Erlebnis und du hast wieder neue Perspektiven. Aber hier im Loch unten ist einfach gleich irgendwie wieder anders. Jetzt mache ich ganz einen groben, starken Vergleich. Jesus ist 40 Tage in die Wüste rausgegangen.
Der Bruder Klaus ist auch ins Loch gegangen. Und das ist eigentlich fast ein Witz vergleichen mit dem. Ist ein grober Vergleich, klar, aber er funktioniert einfach so, oder? Also es passiert etwas mit dir, wenn du dich absonderst von den Leuten, wenn du in die Einsamkeit gehst. Hören wir doch zum Abschluss noch das neueste Lied vom... er sagt es doch gerade selber. Ich bin der einzige Lochvogel, gehe gerne in das Nobel vor den Stechen, leg Ruhe in die besondere Ruhe. Ein Ort ist sehr magisch, für ein paar Leute auch tragisch. In allen Zeiten, es gibt immer zwei Seiten, nur Licht macht Schatten und Güssel Ratten. Sie sehen ganz fix die Naturgesetz. Ich tue Flüge im Leben, entdecken, erleben. Ich tue das Liebe spüren, wo nie aufhören. Ich bin in der Freude, wo das Leben dreht. In der Freiheit für die Ewigkeit. Auch du kannst fliegen und Frieden erzeugen. Kannst Liebe spüren, wo dir gehören. Kannst Freude erleben, wo dich tut tragen. Im Frieden sein, gang einfach rein. Ich bin der einzige Lochvogel, gehe gerne das Doppel vor. Stechen leg Ruhe in die besondere Ruhe. Der Ort fasziniert, bist auch du interessiert. Der Gang mit Energie, sie dreht dich gleich. Gedanken werden frei, auch doch her daheim. Sie sehen ganz fix das Naturgesetz. Auch du kannst fliegen und Frieden erzeugen. Kannst Liebe spüren, wo dir gehört. Kannst Freude erleben, wo dich tut tragen. Im Frieden sein, bleib einfach dabei. Wir alle können fliegen und Gutes erzeugen. Können Liebe spüren, wo allen tut gehören. Können Freiheit leben, Böses ertragen. Im Frieden sein, bleib einfach dabei. Es hätte stimmt auch jetzt ein Ort, wir könnten nur mit Wort. Geister und Wüste schien schlecht, ein Ort vom Jenseits bringt. Stadtherr ist in der Verband, eine Jungfrau unbekannt. Niemand weiß recht, was ist wahr. Es hat noch gehoset, gerade im letzten Jahr. Kannst du Seile haben dort, ja. Kannst du die Hebe dort, das Hebrige da. Ueli, erzähl kurz, wie war es? Wunderschön. Aber kriminell, hä? Nein, nicht kriminell, gute Physiotherapie für mich gemeint.